Unser Laden Osterbruch präsentiert von hier TV, das Magazin für Regionales rund um den Dorfladen. Wisst ihr eigentlich, wo unsere Eier herkommen? Gute Frage, Tanja. Die haben wir zum Anlass genommen und sind mit dem Team nach Steinau zur Familie Jäger gefahren. Seit 2010 bewirtschaften sie hier einen Legehennenstall mit 10 Hektar Auslauf für etwa 25.000 Hühner. Es gibt also reichlich Platz für alle, ob draußen, im Stall oder im Wintergarten. Aber schauen wir uns die Eier an. Wir durften einen Blick in die Halle werfen, in der die Eier über ein Fließband zum Sortieren landen. Hier werden beschädigte oder von der Größe abweichende Eier aussortiert. Diese werden auch weiterverarbeitet. Die schönsten Eier kommen auf kleine Paletten und landen unter anderem bei uns im Laden. Auch Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig. Auf dem gesamten Stall ist eine Photovoltaikanlage installiert und der Hühnerkot wird in einer Biogasanlage verwertet. Der Betrieb von Familie Jäger ist Teil des Respektprogramms als Initiative unter anderem gegen das Kükentöten. Die Hühner bekommen hochwertigstes Futter und das schmeckt man auch an den Eiern. Habt ihr schon mal die leckeren Freilandeier probiert? Nach der Besichtigung konnten wir den großen Auslauf anschauen. Doch allzu viele Hühner hat man im Januar nicht gesehen. Wusstet ihr, dass Hühner schneeblind sind? Sie haben sich also lieber drinnen aufgehalten. Abschließend wurden wir von Familie Jäger zu Kaffee, Kuchen und Eierlikör eingeladen. Herzlichen Dank! Von hier